Du musst jetzt zum Abi, ne? Auch jetzt dieses Jahr, oder was? Ich mache, es ist jetzt hier, es ist ein feiner, aber kleiner Unterschied. Ich habe letztes Jahr mein Fachabitur gemacht, mit dem Naja, kann es ich an die habe ich ja FH auch gehen. quasi nach der 12. Und gemacht jetzt habe einfach. ich mein fachgebundenes Abitur, weil Oh ich Gott. mich in der 11. nicht angestrengt habe Ach und nicht so, über einen ja, 2,8er okay. Schnitt und deswegen keine zweite Fremdsprache habe. Aber warte, ich habe ein allgemeines technisches Abitur, theoretisch, wenn ich es schaffe. Wird sich ja noch zeigen. Aber auch deswegen ein fachgebundenes Abitur, mit dem ich dann an die Uni kann, aber nur an eine technische Und Universität. Außer ich hole irgendwie meine zweite Fremdsprache noch nach. wie läuft das mit den Prüfungen? Irgendwie, weil du hast ja jetzt, oder hast du jetzt Prüfungen? Wie ist Ich das? habe jetzt dann ziemlich bald Prüfungen. Ich Ach so, glaube, okay. die kommen jetzt im Mai oder so. Okay, ja gut. Nee, ich mache allgemeines, normales, nur Standard-Abi. Irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Übrigens auch witzige Geschichte. Da wird dann natürlich auch krass zelebriert, so Abi, ne? Irgendwie, keine Ahnung, mit Mottowoche und schieß mich tot. Mottowoche war bei uns nicht so mottowochig, wie man jetzt gedacht hätte, weil in unserer Mottowoche doch tatsächlich der Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine gefallen ist. Und da der Düsseldorf als Ziel hatte, war es natürlich auch noch tragischerweise so, dass einer der Schüler unserer Schule, nämlich aus der 8. Klasse oder so, jetzt keine Eltern mehr hatte. Ja. Und Ach so, krass, war da wirklich ja. einer dabei von, oh, das ist natürlich hart. Also, ich sag mal so, an dem Tag war das folgendermaßen bei mir. Ich hatte da schon weniger Unterricht, weil ich nur noch die Abiturfächer hatte als Pflichtfächer. Und dann war ich halt irgendwie in der Schule 2, 3 Stunden, ne, wurde da so Party gemacht irgendwie, Mottotag, keine Ahnung, was war das? Pyjama-Party oder so, und dann hatten sich da halt alle so aufgeklamüsert und so, und ich bin auf den Bademantel eingegangen. Und aber dann wieder nach Hause gefahren, habe mich umgezogen, weil ich dann später noch eine Stunde hatte und so. Aber komm nach Hause, Radio an, hör das erste Mal diese Nachricht. Krass, so. Ja. Na. Dann komme ich wieder in die Schule, hab Erdkunde, mein Erdkundelehrer kommt zu spät. Und so rein so, ja, sorry, ne, bin zu spät, bla bla. Wir wissen jetzt einfach nicht, was wir machen sollen, weil der eine Junge so und so in der 8. Klasse halt, ne? Ich war erstmal richtig geschockt, so, ne, auch total betroffen, keine Ahnung, wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Na. Dennoch, und am nächsten Tag, genau, haben wir dann nicht gefeiert. So. Also Motto, Tag ausfallen lassen, alle sind nicht verkleidet zur Schule gekommen, es wurde keine Musik in der Aula oder so gespielt. Einfach, ne, gelassen. So. Habe ich mir gedacht, so. Erstens, der Junge wird ja eh nicht zur Schule kommen. Ja? Also mal ganz abgesehen davon, wenn deine Eltern Na. gerade gestorben sind, kommt er noch nicht zur Schule. Zweitens, ist das schon so ein bisschen arg krass, wenn da so dann, gut, wir haben eine relativ kleine Stufe, so 65 Leute dann da sind und dann so, wenn der da wäre, dem sagen würde, so, och, so, ne, die kennen den doch alle gar nicht, so, das wäre schon so ein bisschen strange, glaube ich, vor allem für jemanden, Na. der halt gerade so, wie alt ist meine Achten, so 13, 14, 15 ist, so, ne, und, aber habe ich mir gedacht, ja, okay, ne, noch Gedenkminute einlegen und so, kann man alles machen, kein Ding. Am zweiten Tag danach haben sie dann aber auch gesagt, dass wir das nicht machen sollen. Was ich dann schon so ein bisschen krass finde, ja. Na. Erstens, das klingt alles immer ziemlich egoistisch und so, als würde ich das nicht respektieren und so. Aber ich finde es halt, es ist so eine Doppelmoral, ja. Wenn jetzt 10 Leute bei einem Autounfall sterben und dann die Eltern dabei gewesen wären, ja, dann interessiert das doch auch kein Schwein. Aber Na, als jetzt klar. halt so in den Medien war und bei dem Flugzeugabsturz, dann machen da alle so einen riesen Bohai drum und so. Dann kamen Ja. ernsthaft nur Leute an, ach, wir können ja Somewhere Over the Rainbow oder andere traurige Lieder Oh spielen lassen. Gott. What the fuck? Und ganz viele Kerzen und na, ach, halt die Fresse. Also das fand ich ganz schrecklich. Aber so einen zweiten Tag, ganz ehrlich, wenn ich jetzt in 10, 20 Jahren an meine Mottowoche zurückdenke, dann denke ich ja nur daran, dass wir gar keine richtige Mottowoche hatten, weil einfach 150 Menschen gestorben sind. So schön, cool, Na, ja, fesch. das ist schon echt Naja, madig. egal. Weg von diesem Kackthema. Also ich habe mich da echt genug drüber unterhalten und ich will auch echt nicht. Es ist ein super schreckliches Ereignis. Ja, nicht, dass da jetzt jemand mich falsch versteht, aber ich hasse halt Ja, diese ist Leute, die so. dann immer so, oh nein, ach, das tut mir jetzt aber so, ne? Und in Wirklichkeit, ganz ehrlich,
Ja, das gibt es ja viele, es ist ja immer wieder lustig gesehen. Also das ist da immer sehr, aber es ist schwer, Es ist fast wie die Umweltretter, die dann aber trotzdem ihren 2-Tonnen-Jeep ja, irgendwo also das ist immer so ein bisschen rumfahren. falsch, finde ich. Also es kann sehr schnell ganz, ganz eher mies werden, als dass es wirklich hilft. Aber Da muss ich es ganz kurz noch eins sagen, da gab es mal, man muss ja auch immer wieder im Englischunterricht dann so Cartoon-Beschreibungen und so machen und Zeug. ja, Und da gab es einen mal so einen geilen Cartoon, den habe ich so gefeiert, weil er einfach so war, aber mit so einer Frau, die eben mit ihrem Auto an irgend so einem Tankstelle oder so steht und da halt da ihr Zeug kriegt, irgendwie halt so Drive-In-mäßig. Und es ist eine Plastiktüte. Mit hat gefragt, ob sie die Plastiktüte haben will. Ich so, nee, ich möchte nicht zur Umweltverschmutzung beitragen. Und sie sitzt halt in so einem riesigen, fetten Auto, Motor nicht abgestellt und sieht da diese ganzen Abgase raus. Ich fand das halt so lustig, weil es ist halt so wahr zum Teil, dass viele der selbst erkorenen Umweltretter und die immer am lautesten schreien, dann halt gerne auch die sind, die Na, geht mir vielleicht auch auf ganz den Sack. unwissentlich dann auch am meisten sündigen. Auch diese ganzen, ach, da kann ich mich über echt viel ärgern, ja. Auch diese Ja. ganzen Vegetarier oder Oh Veganer, Gott. die dann jetzt immer, also, ey, wenn die das machen, für sich und alles schön und gut, Ja. ey, cool, ja. Wenn die sagen, so, und wenn die auch da so ein bisschen sagen, so, hey, hast du nicht Bock mal und dich da so drüber informieren und die da so Details erklären, auch schön und gut, Ja, die ja. dann immer so an den Pranger Aber stellen, so, genau, du die, die dann so, Tiermörder. ihr Mörder, ihr Scheißspasten, ihr tötet Tiere. Bah, ich kann euch gar nicht mehr in die Augen sehen. So, boah, das geht mir so auf den Keks. Das sind diese Ja. extrem. Also. No shit, Sherlock. Es ist schon die ganze Zeit so gewesen, seitdem Menschheit existiert. Ist so, Oh! seitdem Menschen existieren, jagen sie, aber ich will das auch gar nicht verteidigen oder so. Ja, klar, Natürlich das gibt es ist. abartige Massentierhaltung, aber Klar. erstens, bringen Sie mich damit, wenn die mich da so oder da irgendwie angreifen, damit sie zu hassen. Also die Veganer hasse ich dann, weil die einfach so, ne? Auch wenn die meisten gar nichts dafür können, weil das halt nur ganz wenige sind, die so krass sind. Und andererseits, ganz ehrlich, ich kenne doch diese ganzen Sachen schon. Ich habe schon diese ganzen krassen Bilder gesehen, wo irgendwelche Leute ganz herzlos irgendeiner Kuh den Kopf abschneiden oder Ja. diese ganzen kleinen Hühner da in Das finde ich so ja eh ein immer so krass. Chicken in so ein Hex da reinwerfen oder so, weil die männlichen Hühner halt nicht, also die Hähne oder Gockel nicht überleben dürfen, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Es finde ich ja eh so ja, nicht lustig, aber interessant, wie der Mensch irgendwann halt so komplett abhärtet. Das gibt es ja auch immer wieder, diese Schockdokumentationen und bla. Ah, da wollte Und ich im auch gleich noch was sagen. Religionsunterricht und Ethikunterricht ziehen wir dir immer gerne an. Und ich finde es dann fast schon wieder faszinierend, fast schon wieder lustig, wie die Leute dann dastehen, innerlich so komplett abgehärtet und kaputt und wie sie überhaupt gar nicht mehr berührt, wenn dann da irgendwie so eine Reihe an Hühnern, die an den Füßen da halt an so einem Förderband aufgehangen sind, kommt dann da halt vorbeigefahren, an so einer Kreissäge vorbei, wo dann immer der Kopf abgeschnitten wird und manchmal schneidet die halt nicht ganz durch und dann hängt der da halt noch so halb dran und dann steht da dahinter natürlich jemand, der das halt kontrollieren muss mit so einer Schere und schneidet den halt ganz durch. Und es ist schon fast lustig, finde anzusehen, wie er halt der einfach so komplett emotionslos, weil er einfach schon so abgehärtet ist geistig davon, das so durchschneidet. Das Ich ist glaube, also, faszinierend. keine Ahnung, ich finde das immer so schwierig, auch darüber zu reden, weil natürlich ist das Kacke so, aber ganz ehrlich, erstmal würde ich jetzt mich darum kümmern, dass vielleicht nicht mehr so viele Leute in Afrika irgendwie an Ja. Durst und Hunger sterben, bevor ich denn dann sage, so, ne? Also klingt jetzt, es ist egoistisch, aber meine Spezies ist mir dann doch wichtiger als Hühner. So, sage ich ganz Ja. ehrlich. Und von daher, ja, gibt genug Scheiße auf dieser Welt. Allein Ja. das, zum Beispiel, krasseste Stories gibt es da, dass der CEO von Nestle oder generell die Firmenleitung von Nestle erstmal dafür ist, Wasser zu privatisieren, Ja, was ich das total ist. witzig finde. Und andererseits, was ich vor ein paar Monaten gehört habe, dass die in Afrika dann irgendwo so eine Firma haben, ne? Und eine Fabrik. Und dann haben die da auch so ein Dorf für ihre Arbeiter. Und die haben natürlich auch riesen Wasservorräte in irgendwelchen Tanks, ja. Ja. Die sind da und die Leute müssen da arbeiten und keine Ahnung, noch mit Öl kommen die in Kontakt und so. Aber glaubst du, dass die ihren Arbeitern was von dem Wasser abgeben? Nee, so ist Ja, aber es wirklich. ist so unglaublich asozial. Und dann regen sich Leute darüber auf, dass halt Schweine geschlachtet werden, so. Na.
Na, Ich also glaube, das Einzige, muss was man man halt einfach wirklich sagen Prioritäten. kann, was ich zum Teil ein bisschen auch bei der Pfennig-Fuchser-Mentalität schlimm finde, dass es halt auch wirklich Leute gibt, die es wirklich nicht nötig haben, immer aufs Billigste zu achten, weil sie einfach von ihrem Verdienst her da gar nicht sind, aber dann halt trotzdem irgendwie im Supermarkt das Billigste vom billigsten Fleisch kaufen, wo Ja, man das sich macht fast halt schon einfach nicht, sicher weil sein es halt kann. scheiße, also meistens nicht so geil ist einfach. Ja, Deswegen erstens lohnt das es sich und ja schon zweitens nicht. ist es halt dann wirklich, da kann man sich dann halt, muss man nicht wirklich viel eins und eins zusammenzählen, um zu wissen, wo das herkommt. Und gut, ich habe nichts dagegen, wenn jemand, der wirklich am sozialen Limit da lebt, da irgendwie darauf, da achtet, sein Geld zu sparen, kein Problem. Aber wenn dann da irgendwelche Anzugträger da dann Naja. drauf achten müssen, das Billigste vom Billigsten zu kaufen, da denke ich mir dann schon immer, ja. Wobei ich auch immer, also ich bin persönlich einer, der inzwischen, weil einfach es so viele Moralpredigten gibt in so vielen Bereichen des Lebens, wenn ich auch nur die Hälfte davon beachten würde, dann würde ich ja den ganzen Tag nur noch rumlaufen und denken, oh, soll ich Ja, jetzt das machen oder natürlich das? nicht. So, deswegen, ey, ich kann das einfach nicht, das kann kein Mensch schaffen, ja? Du kannst nicht darauf achten, dass du keine Sachen kaufst, die made in Bangladesch sind, die oder keine Sachen kaufst, Natürlich nicht. die nicht, die nur Sachen kaufst, die fair trade sind und keine Ahnung, immer jedes Gerät nicht mehr auf Standby schaltest, ja, wenn du es mal vergisst, oh nein, Gott bewahre, du hast die Umwelt gerade getötet, ja, wobei Deutschland da auch Klar. wieder nicht das Schlimmste ist, sondern China und Amerika, die das ganze CO2 in die Luft pusten. Und so, also kannst du eh nicht alles drauf achten. So, aber jetzt, Sowieso nicht, natürlich. vorhin hast du über Plastik geredet. Plastik. So, wir haben nämlich letztens, und ich hasse solche Filme, in Chemie, weil keiner Chemie im Abi hatte, haben wir halt irgendwie am Ende zwei, drei Filme noch geguckt, so, weil einfach keiner mehr Bock auf Unterricht hatte. Aber Film über Plastik geguckt, weil das auch noch irgendwie vorher unser Thema war, Kunststoffe. Und dann war das so ein ZDF-Film, der einfach nur dazu da war, um die Angst zu machen und Panik und dich komplett Oh so, nein. So, und ich habe gerade einen Kugelschreiber aus Plastik in der Hand zum Beispiel und es ist furchtbar. Dieser Film macht dich so kaputt, weil der einfach sagt, so, ja, also ihr alle habt Plastik im Blut und ihr kriegt alle Krebs und vor allem Hodenkrebs und eure Kinder kriegen chronische Krankheiten und vielleicht könnt ja. ihr auch gar keine Kinder mehr bekommen, weil ihr Plastik konsumiert und hast nicht gesehen und sowieso. Trinkt nicht mehr aus Plastikflaschen, benutzt keine Plastikprodukte mehr. Oh nein, du tippst auf einer Plastiktastatur. Nein, nein, du wirst an Krebs sterben. Alles, so diese ganze, ne, so, denkst du nur so, ja, so willst du das da machen? So, es gibt vor allem, und das ist das Geilste, es gibt für Plastik einfach noch keinen richtigen Ersatz. Es gibt so Pseudo-Bioplastik, das aber einfach nur so manche Plastikarten ersetzen kann und die auch noch nicht richtig, weil, das Granulat von diesem Biokunststoff wird aus, keine Ahnung, was für Pflanzen hergestellt. Und die brauchen einfach unglaublich viel Platz. Und den Platz gibt es einfach nicht. Na klar. Weil es, ne? Dementsprechend dann so, ja, also ihr seid jetzt fuckt, weil ihr alle Krebs kriegt, aber ihr könnt nichts daran ändern. Oh, danke sehr. Thanks for the heads up. Ja, Wow, wunderbar. so, cool. Ja, das ist ja nicht mal so, es gibt ja ganz viele dieser Filme. Na. Aber wenn das halt so ein Film ist, der dann sagt so, keine Ahnung, ganz klassisches, klischeehaftes Beispiel, Rauchen ist schädlich, dann sagst du halt, okay, ich rauche nicht und ich habe was Gutes getan. Aber wenn er sagt so, ja, du benutzt halt Plastik jeden Tag überall und du kannst das jetzt Ja. halt nicht einfach so aus deinem Leben streichen, ist schon scheiße. Im Großen und Ganzen, glaube ich, ist bei den ganzen Sachen zu sagen, einfach den Menschenverstand benutzen. Ja, man kann so ein bisschen drauf achten und immer versuchen, so was gut zu machen, aber man kann einfach nicht immer alles überall. Ja, klar. Also, Ich weiß nicht. Also ich ich glaube, finde wir es gehören einfach ganz wichtig, richtig. dass man immer darauf achtet, irgendwie einfach nicht das Billigste vom Billigsten zu nehmen, wenn man es gerade nicht unbedingt braucht. Dann, ja. Also ich finde es zum Beispiel immer lustig, das hatte ich auch wo wir jetzt beim Thema Einzelhandel wären, wo dann Leute irgendwie wegen 3 Euro dann bei irgendeinem anderen Firma gekauft haben. Gut, mir persönlich ist es wurscht, weil mir ist es komplett egal, ob Cyberport weiter besteht oder nicht, weil ich arbeite da nur als Nebenjob oder so, aber ich fand es halt einfach so, das wäre mir persönlich den Aufwand nicht wert, wegen 3 Euro, wegen 3 fucking Euro jetzt irgendwo anders hinzugehen. Ja, aber um das jetzt mal abzuschließen, ich glaube, wir. Also, allgemein sind wir, glaube ich, eh
eine relativ bewusste Gesellschaft. Also da muss Ja. man ja wirklich mal loben, dass es geschafft wurde, dass eine unglaublich, zumindest sagen wir mal so, auf unserem Bildungsstand, so den wir jetzt Ja. so haben mit Abi und keine Ahnung, zumindest eine halbwegs bewusste Gesellschaft geschaffen wurde, die weiß so, ey, ja, Autofahren schadet der Umwelt und keine Ahnung, Ja, vor allem, wo es halt auch moralisch politisch auch verankert ist. aktiv und so, keine Ahnung, halt so, ja, keine Ahnung, Sklaverei ist schlecht und sowas. Ne? Das ist 100 Jahre zurück, da war das alles noch ganz anders. Genau, wo es halt, was ich halt auch in gewisser Weise eine recht gute Errungenschaft finde, ist, dass es halt auch tatsächlich moralisch in gewisser Weise schon verankert ist in unserer Gesellschaft, dass es zum Teil halt wirklich uncool ist, im großen Jeep umherzufahren oder uncool Oh ist, Gott, nee, das würde ich aber nicht wie in sagen. Amerika in jeden verdammten Meter mit dem Auto zu fahren, sondern wo man halt, wo auch es irgendwie hip ist, dann da zu joggen und Shit und bla, Naja. oder weil irgendwie was Wobei ist, mir das auch wieder auf genau. den Sack geht. Also ich persönlich zum Beispiel gehe auch ins Fitnessstudio. Ja, auch. Kommt dann immer darauf an, wie viel ich sonst noch so zu tun habe, aber sonst allgemein ja versuche ich auch regelmäßig dahin zu gehen. Na. Aber mir geht dieser ganze Fitness-Hype geht mir auch auf den Oh Sack, ja, ne? den mag ich auch nicht. Das ist Weißt du, diese gut. Leute, die dann einfach sagen, hey, wenn du nicht trainierst und so, bist du voll scheiße und keine Ahnung und mach dich Ja. wahr und diese ganzen behinderten Kacksprüche, denkst du auch nur so, also ich, wenn eine Person dick ist, dann macht sie Sport und ist halt irgendwann nicht mehr dick und ist gut. Also ob die jetzt ein Sixpack hat oder nicht, ist mir persönlich sowas von Ja. scheißegal. Also, boah, das geht mir so auf den Keks und vor allem, das Schlimme ist ja, ich glaube ganz ehrlich, dass jetzt so Leute, die so, ja, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre jünger sind als wir, da wird jetzt so eine Generation herangezogen, die es so langsam immer mehr für erstrebenswert und auch teilweise schon für zu erwarten gilt, dass jemand irgendwie so aussieht. Das finde ich so Ja. krass. Also, ich will nicht in der Haut eines Jungen mit einem schlechten Stoffwechsel stecken, der einfach mal 5, 6 Jahre jünger ist als ich, weil der hat dann irgendwie so, ja, viel Spaß. Die Ja. Weiber wollen alle, dass du ein Sixpack hast und keine Ahnung. Also, Ja. weiß ich nicht. Ob wir, also, das finde ich ganz, ganz schrecklich, wenn da auch so Leute, das ist genau wieder das mit dem, wie mit dem Veganen, wenn die versuchen, da dir ihren Lifestyle auch so ein bisschen so einzutrichtern und so, Na. weil sie halt einfach meinen, dass das das Geilste auf Erden ist. Ich meine, wenn die daran Spaß haben, jeden Tag 3 Stunden im Fitnessstudio abzuhängen und ihre Ernährung bis auf die kleinste Kalorien und die kleinsten Mikro- und Makronährstoffe durchzuplanen und so, dann bitte mach Ja, das, von aber mir aus habe ich auch kein Problem mit, aber und noch was die irgendwelche Sache. Sachen sich da rein zu kippen und so, dann viel Spaß. Na, oh Ich mach Gott. das nicht. Ja, ich finde es ja schon immer schlimm genug, wenn ich irgendwie auf Facebook oder ähnliches die Fotos dann immer sehe, wo sie dann da irgendwie umherchillen und meinen dann immer oberkörperfrei. Ich weiß nicht, ich habe meist jetzt Guck nicht meine so das. Transformation an! Ja, ich habe vor allem meist halt irgendwie so persönlich jetzt nicht so das Verlangen, irgendwie Jungs in meinem Alter die ganze Zeit auf ihren Oberkörper zu schauen. Ich weiß nicht, also das brauche ich nicht in meinem Facebook-Feed oder so. Ja, also Das können sie das gerne interessiert mich ja verzichten, können sie sowieso ihren nicht. Freundinnen schicken, sonst wohin. Sie können auch gerne glücklich damit sein, aber ich finde es immer so, was ich halt in gewisser Weise schade finde, ist, wenn dann dieser eigentliche Sinn von Sport oder dieser Spaß dran halt so verloren geht. Was ich zum Beispiel richtig cool finde oder wo ich die Leute, die ich auch echt cool finde, sind dann die richtig durchtrainiert sind, aber weil sie zum Beispiel irgendwie mega hart wandern gehen, wo du dann ihren Profil oft irgendwie oder klettern Klettern, fällt mir jetzt ja. das Wort ein. Ja, wandern gibt es auch, die Ja, krassen aber da hier, oder irgendwie erstmal ihre kriegst du keinen Norwegen-Tour Sixpack von. machen. Ja, Sixpack nicht, das stimmt aber. Ja, aber die sehen dann, die sind halt einfach anders trainiert, die sehen Ja, und trotzdem so vor mega allem haben sportlich die aus, auch das feiere eine ich eigentlich andere, auch. die haben so eine natürliche Ausstrahlung, während Ja. das bei den anderen wirkt, ist immer so krankhaft aufgesetzt, finde ich. Ja. Und das finde ich auch irgendwas was ganz Schlimmes. Aber das, Was wollte ich keine jetzt vorhin Ahnung. noch sagen? Ach ja, genau. Ja. Erstmal, weil du meintest so, dass du dir diese Bilder nicht geben willst, die da die ganze Zeit posten. Bei Kerlen interessiert mich das sowieso nicht, weil das Einzige, was für mich als anderen Mann das bringen würde, sich das anzusehen, ist, um sich zu vergleichen. Aber ich muss mich mit solchen Leuten dann nicht vergleichen. Also wieso soll Na. ich mir das dann ansehen? So. Und bei Frauen finde ich das halt teilweise ganz furchtbar, ne? Also wenn Frauen
es gibt viele Frauen, die Sport machen und die es im gesunden Maß machen. Das ist voll gut so. Und im Fitnessstudio siehst du immer wieder voll viele davon und das ist klasse. Aber es gibt auch echt einige, da denkst du dir so, okay, also ich finde es ziemlich unattraktiv, wenn eine Frau ein Sixpack hat oder so einen Ja. krassen Oberarm. Da denkst du dir auch nur so, das ist nicht der Sinn der Sache. Da finde ich es eher noch deutlich attraktiver, wenn die so ein bisschen mehr haben, halt einfach als Na. durchschnittlich so. Ich meine, nicht fett, sondern halt so ein bisschen so, keine Ja, Ahnung. so leicht mollig, vielleicht so ganz Ja, leicht. ja. So, weißt du, denkst du so, warum? Aber gut, wenn sie das schön finden, sollen sie es machen, aber keine Ahnung. Ich finde es Ja, halt einfach klar. so komisch, irgendwie falsch verkehrte Welt ist da immer so ein bisschen. Naja. Ja, es ist keine Ahnung. Natürlich ist jeder frei zu tun, was er will, aber na, in gewisser Weise ist es dann halt doch ein bisschen. Also ich finde es dann auch sehr unattraktiv. Dann kann ich auch gleich einen Mann heiraten oder so. Ich weiß auch nicht. Ein Mann mit Wenn mir langen es Haaren. dann, wenn es mir so am Körperbau gelegen wäre, weil dann unterscheiden sie sich leider nicht mehr so viel. Aber, ne? Aber hey. Genau, was ich vorhin eigentlich vor Ur-Äonen, deswegen habe ich mir so extra noch aufgeschrieben, weil ich das noch sagen Ich wollte. hätte auch einen Stift hier Wir bereitgelegt, um irgendwas waren ja mitzuschreiben, aber mal ich habe nicht gemacht. beim Abi, so, und dann war ich bei meiner Mottowoche. Ist jetzt, glaube ich, auch schon ewig her. Und da wollte ich eigentlich noch erzählen, dann macht man natürlich auch so ein Abi-Gag. Ich weiß nicht, Na. ja, so. Und dann war es dann halt so weit, irgendwie bei uns war es dann folgendermaßen: Donnerstag hatte ich halt noch Schule, dann bin ich nach Hause, dann bin ich noch zur Theorieprüfung für meinen Führerschein. Oh Mann. Eigentlich, ach, das muss ich jetzt eigentlich auch nochmal erzählen, das ist auch wieder so geil, was für eine behinderte Massenabfertigung das ist. Du kommst dahin, dann ziehst du so eine Nummer. Dann sitze ich ins Wartezimmer und dann ist über der Tür, die dann in diesen Proberaum führt, ist dann so dieses, ist dann so ein, stehen halt die Zahl und jedes Mal, wenn einer fertig ist und ein neuer Platz frei ist, dann kommt er so, piep! Oh Und Mann. das switcht auf die nächste Nummer um. Und im Wartezimmer sitzen aber alle nur so, warten so. Kam rein, war irgendwie Nummer 50 dran und hab Nummer 70 gezogen, musste dann so eine Stunde da warten. Ja, super. Ja, das geht aber eigentlich noch. Also, ich hab schon von vielen gehört, die da noch deutlich länger warten mussten. Aber das erste Mal machte ich dieses Piepen so nervös. Oh Wenn er ja. jedes Mal, und dann kommen die anderen da immer wieder raus. Und bei mir war es dann halt so, viele hatten nicht bestanden. Oh Ja, und dann Gott. kommen die so raus so, und bestanden. Du darfst ja maximal 10 Fehlerpunkte haben. Und dann so, 11, 15 und so. Aber das waren im Endeffekt auch alles so Leute, wo du gedacht hast, ja, okay. Ich bin dann da rein, fand das so voll einfach. Und habe mit 2 Fehlerpunkten am Ende bestanden, hatte eine Frage falsch, was mich ein bisschen geärgert hat, weil ich ja dann so ein Perfektionist bin, also gerne Na. 0 gehabt hätte. Aber egal, bestanden ist bestanden. Dann raus, dann von der Theorie weg, dann zur Schule. Und da dann so aufgebaut alles für den nächsten Tag, also für den Abi-Gag schon mal so vorbereitet. Dann in so eine Kneipe, Bar, was auch immer in der Nähe, zu äußeren Anlagen noch und da gegrillt. Na. Mit der Stufe und Lehrern vor allem. Und dann ja, ein paar Bierchen getrunken, jetzt nicht übelst abgeschossen, aber halt so ein bisschen angeheitert. Aber ich bin mit meinem alten Rallye-Lehrer und meiner alten Chemielehrerin, die ich jetzt leider in einer Weile nicht mehr hatte, mich da über alles Mögliche unterhalten. So über Politik, über das Leben, über Zukunft und Vergangenheit. Ne? So unglaublich cool, weil die meisten Lehrer, die ich hatte, tatsächlich privat einfach unglaublich genial drauf sind. Na. Und dann in die Schule, in der Schule übernachtet, mit, sagen wir mal, der Hälfte der Stufe ungefähr. Tatsache ist aber, dass in der Schule übernachten ja eigentlich nicht heißt, dass du in der Schule übernachtest, sondern dass du in der Schule durchmachst. So dachte ich, weil das sonst eigentlich immer so pretty standard, ne? Das haben dann aber im Endeffekt nur so knapp 10 Leute so verstanden. Anderen wollten ernsthaft so alle so um 2:30 pennen gehen. Ne? Oh Mann. Was machen wir? Ja, die Truppe stellt sich dann dahin. Und ich habe in letzter Zeit eine ganz neue Seite an mir entdeckt, seit letzten Karneval, wo ich glaube, also fast so blau war, wie ich in meinem Leben noch nie war. Oh Gott, oh Gott. Dass man dann anfängt rumzuschreien. Ne? Also ich war von sonst eher so der, ne, und bin ich auch immer noch eher so der, in der Ruhe liegt die Kraft, Mensch. Na. Aber da
ne, rumgegrölt ohne Ende und dann, keine Ahnung, die Leute alle noch versucht wachzuhalten, um möglichst abzufacken, ja, weil die Oh alle pennen ja. gehen wollten. Da haben wir noch Also so eine die nervigen Leute dann. schöne Humba gestartet. Ich wusste, dass ich die nerve, aber das wollte ich in dem Moment auch, weil mich das einfach unglaublich geärgert hat, weil die, Na, das habe ich auch gerne mal bei Kumpels von mir gibt's auch immer so einen, der dann immer, oder die anderen immer mega versuchen wach zu halten. Wir spielen in letzter Zeit, auch wenn es nerdig ist, aber es macht einfach einen Fun, Dungeons and Dragons öfter. Und Ich, das wollte ich eigentlich auch mal zocken, so, ob das, weil ich weiß nicht, ob das wirklich Bock macht, das so. ist richtig lustig. Also wenn du wirklich kreative Leute hast, die dann Dungeon Master sind, dann macht das echt Fun, weil einfach so viel Scheiße passiert, das Ganze so dumm sinnlos ist und keine Ahnung, du brauchst natürlich ein bisschen Kreativität, aber wenn du Naja, klar. kreative Leute hast, dann ist es schon echt lustig, wenn du dich dann so also in diese Dinge reinsetzen kannst, dann halt so vier Habt ihr da Figuren. so Weil ich Vorgaben habe da oder zum schreibt ihr es Beispiel, selber? So. also er hat da so ein Regelbuch und so, es ist schon so ein paar Vorgaben, aber unsere Figuren haben wir eigentlich vergleichsweise selber gemacht. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind halt dann zufällig vorgegeben, da haben wir dann irgendwas gewürfelt und da kam dann raus, wie unser Charakter denn so ist. Und wie wir dann zu sein haben. Also zum Beispiel bei mir war es halt relativ lustig. Ich hatte dann halt irgendeinen Charakter, der total viel auf Familie setzt. Das ist ja, wir haben ja Mittelalter-Setting und so mit Clan und bla. Und da halt total für seinen Clan ist und shit und ihm das Wichtigste ist und er dauernd versucht irgendwie seinen Clan da zu ehren. Und dann habe ich halt dann ganz am Ende gewürfelt, nachdem ich dreimal halt sowas gewürfelt habe, habe ich dann, ja, ich beschäme die ganze Zeit meinen Clan durch meine Aktionen. Was halt so der komplette Widerspruch ist und alles so komplett zunichte gemacht hat. Und das hat halt so einen Gegensatz in meinem Charakter ergeben, der sehr, sehr lustig war also von dem ausgedachten Charakter. Aber egal, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, sondern eher, was halt zum Teil echt madig ist, weil wir halt dann, ich arbeite halt samstags dann oft und dann bin ich halt irgendwie 8 Stunden erstmal am Stehen. Und bin halt dann entsprechend müde irgendwie um eins und dann gibt es ja noch so Leute, die sagen, ja, bleib doch wach und bla und auch Scheiße machen. Es ist dann, also, ich kann sie schon verstehen, ja, dass das natürlich scheiße ist, wenn ich einfach weg bin, aber ich bin dann halt, sitze da in einem Stuhl und es geht nicht, es geht einfach nicht, ich kann da nicht wach bleiben. Irgendwann ist einfach so der Zeitpunkt erreicht, wo ich so arg müde bin von diesen 8 Stunden stehen, dann halt auch noch, dass es einfach keine Option mehr darstellt, ich einfach einpennen. Naja. Ja, genau, zurück zur Beschreibung dieser Abi-Tage. Dann, wir haben versucht, die wach zu halten, so mit Rumgegröhl und Geschrei. Ne? Wir haben uns die Seele aus dem Leib geschrien, weil wir halt nur so 5, 6 Leute waren. Weil dann muss Ja, halt umso lauter und so. Ich weiß nicht, kennst du Klopapier? ich kenne Klopapier. Na, nicht das Produkt, sondern diesen Gröl-Track-Dings, was auch immer, was Achso, nee, Needs. den kenne ich nicht. Dieses Aber saß sonst zwei Klopapier ist mir Gestalten tatsächlich bekannt. auf dem Mauerbalken, Balken, und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann geht das halt immer so weiter bis zu 10 Leute und so. Naja, auf jeden Fall rumgegrölt. So. Danach haben wir uns dann dazu entschlossen, oder war es davor? Ich glaube, nee, das war sogar noch davor, haben wir noch ein bisschen gejammt, ja, auf der Bühne, so, weil wir haben ja so eine Band und so in der Stufe, wo ich auch Teil davon bin. Und dann haben wir dann noch so ein bisschen Musik gemacht. So, dann irgendwann bin ich auch so um 5:30 oder so, glaube ich, auch habe ich mich auch mal hingelegt, weil einfach nichts mehr los war. Und Ja. dann um 4:45 original klingelt der Wecker von dem Typen, der neben mir liegt, von einem Freund, der neben mir lag. Der Wecker, und das war nicht irgendein Wecker, das war so übelst laute Oh Clubmusik, so, ne? Gott. Oh Weißt Gott, oh Gott. du? Und er das Handy von dem, ne, wo der Wecker drauf war, liegt einfach direkt neben seinem Kopf. Ja, und er hört es nicht, er wird nicht wach. Ja, hatten auch mal so einen Kandidaten, das war heftig. Und dann nach 5 Minuten oder so, ne, alle waren abgefuckt, weil alle haben das gehört, ne? Jeder. Und nur er nicht, ist nicht wach geworden. Alle so, oh, halt die Fresse und so. Bis ich mich dann irgendwann dazu entschlossen habe, das Handy von dem rauszukramen und das auszumachen. Ja, und dann nach 4 Stunden später muss ich eh schon aufstehen. Das heißt, ich hatte im Endeffekt so eine halbe Stunde geschlafen. Yes. Und dann, genau, dann kam der Abi-Gag. Und da wurden halt so Spiele gespielt und so, war ganz witzig. Das Geilste war nämlich eigentlich, dass wir dieses Spiel gespielt haben mit, wo man Spiel so das flache, Spiel mit dem Krokodil, was du mit wo man so flache Witze erzählt bekommen hat. Oder erzählt bekommt und so einen Schluck Wasser im Mund hat. Also halt, ne? Ein Gegenüber halt. Schüler gegen Lehrer. Genial. Ich gegen meinen
Biolehrer, der so ein genialer Typ einfach nur ist, herrlich, wirklich herrlich. Ja. Und mit dem ich mich auch so eigentlich ziemlich gut verstehe, setzt er sich schon zu mir gegenüber und er meint so: Ich warne dich, wehe. Und so, und ich so: Ja, ich habe sie nicht mehr im Unterricht, ich hab auch Bio nicht im Abi. Ja. Er so: Fuck, scheiße. Und so, ne? Und dann fängt der Dominik aus unserer Stufe an, den Witz zu erzählen, ne? Na. So, und der Witz war so: Ja, kommt ein Mann zum Arzt, ne? Sagt der Arzt: Ja, Sie dürfen nicht mehr so viel, Sie müssen aufhören zu onanieren. Und leider schon beim Wort onanieren, ne, muss mein Biolehrer einfach schon so richtig loslachen. Oh Mann. Weil es einfach so göttlich war, weißt du, er ist 30 oder so, muss einmal bei Onanieren lachen, Oh was ich Gott. so herrlich finde. Und ja, genau, das war dann der Freitag so. Und dann habe ich noch meine Zulassung bekommen, ja, irgendwie zweitbeste oder so in der Stufe. Oder drittbeste, irgendwie auf jeden Fall. Das soll nur so Und nebenbei ganz gut bemerkt, gelaufen. also Zweitbeste. Genau, und dann bin ich nach Hause, natürlich todesmüde, konnte aber nicht schlafen, weil danach ging es dann noch weiter. Der Tag war ja nicht vorbei, also das wäre ja lächerlich Oh gewesen. Mann. Denn dann habe ich kurz was gegessen, meine Alkoholvorräte aufgestockt und bin losgefahren nach Die Neuss. Basis angesetzt beim Essen, oder wie? Los nach Neuss. Und da war dann die sogenannte Abi-Parade, wo einfach viele Schulen hier aus der Umgebung sich dann treffen und alle so einen Wagen haben. Und dann, original, ich kannte das bis vor 3 Monaten selber nicht, ich wusste nicht, was das ist, ne? Original ist es einfach so, der zieht dann, keine Ahnung, so 20 Stufen oder sowas, keine Ahnung, durch die Neusser Innenstadt, also so eine Stadt, die schon ein bisschen größer ist hier so. Und betrinken sich aber dabei. Oh Mann. In der Öffentlichkeit und ziehen da mit lautster Musik und so durch und dancen auf der Straße und die Passanten gucken dir dabei zu und lachen sich über dich tot. Ja. Oh Mann. Herrlich. Ja. Und dann sind wir dann ein paar Stunden durch, ne, auch wieder Seele aus dem Leib geschrien und so. Und da war ich auch ziemlich betrunken eigentlich am Ende mal wieder. Und dann kommen wir da an, dann war da noch so eine Afterparty, dafür habe ich mir aber keine Karte gekauft, weil ich erstens ja sowieso nicht so der Clubmensch bin, wobei das ja eher so eine Party einfach mit der Stufe und Freunden und so, das wäre dann halt noch mal eigentlich ganz okay gewesen, aber einfach 20 € hat die Karte Oh, gekostet. okay, ist noch nicht Denke ich schlecht. mir auch so, nee, Na. wenn ich eh schon so müde und betrunken bin, dann werde ich das, lohnt sich das einfach nicht mehr. So, musste dann von da aus weg. Ja, scheiße, war irgendwo am Arsch der Welt. Oh Mann. Musste dann durch den Neusser Hafen laufen und ja, völlig verwirrt natürlich, habe mich voll verlaufen. Irgendwo war ich in so einem Gewerbegebiet und überall fahren so Minivans und so um, die halt da arbeiten. Und ich Oh denke mir Gott. so, was gucken die mich jetzt, wo bin ich hier? Und dann sind da überall Schiffe und ich denke mir so, fuck! Und dann musste ich da irgendwie wieder rausfinden, habe dann schlussendlich mein Handy-Navi zu Rate gezogen. Das mache ich auch immer. Das rettet einen da immer sehr gut. Und bin dann unnötig, weil ich dachte halt, ich komme über den Hafen direkt zu einer Bushaltestelle, dass ich dann nach Hause fahren könnte, am Arsch. Musste ich wieder zurücklaufen, war dann da wieder da, wo die Party war, hab dann nochmal kurz ein paar Leute getroffen, mich unterhalten. Bin dann von da aus durch den kompletten Weg, den wir mit der Parade gegangen sind, durch die Innenstadt zurückgelaufen. Und dann von da aus mit dem Bus nach Hause, beziehungsweise noch nicht mal, sondern man konnte nur zu einer Haltestelle fahren, die noch mal weiter von mir entfernt ist, musste ich noch mal so 2 Kilometer nach Hause laufen und war dann irgendwann ganz spät zu Hause, völlig betrunken, irgendeinen Scheiß gemacht. Das war das Abi-Wochenende und dann Tag drauf hätte ich anfangen müssen zu lernen, aber naja. Ja, ich kenne das ja auch nur so ein bisschen, weil ich habe ja angefangen mit Theater. Also wurde dazu echt gedrängt, weil ich ja davor echt gedacht habe, so Theater ist so voll die Spasten und shit. Hat sich aber herausgestellt, dass sie doch tatsächlich ganz okay sind, dass es ganz Spaß macht eigentlich. Und da ist halt dann letztes Jahr scheinbar auch einiges abgegangen mit den Lehrern, was ich leider nicht mehr mitbekommen habe, weil ich die ganze Zeit drin war und irgendwie draußen scheint die Flunkyball gespielt zu haben und irgendein Lehrer scheint die alle ziemlich abserviert zu haben. Und das war auf jeden Fall sehr lustig, dann vor allem auch mit der
den, verdammt, habe ich Namen genannt, piept den mal raus, mit Ja, Herrn wir sollten G. auch den Namen, den ich genannt habe, eigentlich rauspiepen. Genau, mit Herrn G. Und da haben wir, der ist halt eh total lustig, weil er unglaublich verwirrt immer rüberkommt und dann da einfach die lustige Person ist und der hat dann da schon auch überall mitgetrunken. So, dieses Jahr war es leider nicht ganz so lustig mit den Lehrern, aber dann trotzdem mit den Leuten danach irgendwie haben wir dann da auch noch so rum. Einer hatte dann da scheinbar noch so eine Anlage, mit der er dann seine Autobatterie angeschlossen hat und Zeug und dann ging es da erstmal noch ein bisschen ab und shit. Und das war halt tatsächlich echt lustig. Aber ja. Ja. Genau. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jetzt langsam Ja, tatsächlich habe zum ich mir Ende gerade kommen auch werden gedacht, weil ich gesehen habe, mit. dass wir jetzt schon 2,5 Stunden und dann noch so dran sind. Ja. Hat sich Genau. gelohnt. Auf jeden Fall, doch, definitiv. Ist viel bei rumgekommen, wie man sieht, 2,5 Stunden. Ich weiß nicht, ob du es in einem Video released, ich tippe mal auf nein. Nein, in wahrscheinlich so 4, 5, 6 Ja, Parts, da irgendwie werden sowas. einige Parts rauskommen. Und dann haben wir doch schon mal wieder was gemacht, um unseren Channel mit Content zu füllen. Ja. Genau. Ja, Und mal gut. wieder sage ich, wer sich das hier bis zum Ende angeschaut hat, wow. Ja, sollen wir wieder irgend sowas machen, was mir die Kommentare schreibt? Ach so, Ja, na gut, bei keine einem Ahnung. mehreren Dingen Videos ist das natürlich lame, gell? Ja, aber Sollen wir es noch ich als sag mal Podcast so, rauslassen? wenn sich jetzt jemand den ersten Part ansieht und den zweiten, dann hört er dann vielleicht auf und guckt sich dann den sechsten doch auch nicht mehr an. Na, Also wenn, dann guckt er sich entweder alle an das oder stimmt. weiß ich nicht. Ja, andere Sache noch, wenn du willst, kannst du ja deine Tonspur auch hochladen, dann kann ich ja die Podcast-Version schneiden. Ach so, ja, gut. Ach Ja, so, das ist ja, gut. oh mein Gott. Ja, mache ich. Oh, ich muss immer noch Ja, diesen genau. Blogpost machen, den ich. Ja, Stimmt, ich ja. hatte eine Kurzgeschichte, wollte ich ja eigentlich mal veröffentlichen. Muss ich auch nochmal machen. Na. Ja, also gut, dann lass uns noch kurz was einfallen. Ich habe Ja. hier so ein Auge gemalt und es erinnert mich dauernd an so die Hälfte von so einem Drachengesicht. Deswegen will ich irgendwas mit Drachen. Ja, warte mal. Muss jetzt hier irgendwas Cooles, was man dann, was so voll insidermäßig ist. Wir Oh könnten Gott. sagen, heißes brennt. Was hältst du von heiß es brennt? Das hätte was mit Drachen zu tun. Heißes brennt, ja, aber jetzt will ich ja irgendwann mal. Ich kann ja mal in meine Gedichte, meine Gedichte-Notiz-App-Dings reingucken. Gucken, ob ich da jetzt irgendwas finde, was nicht zu privat ist. Was man da auch verwenden kann. Nee, nee. Gott. Das ist wieder richtige. Nee, nee, oh Gott, was habe ich denn hier geschrieben? Das wieder. Ja, teilweise ist das. Also, ich habe ja viele auch so einfach quasi noch auf normal geschrieben, aber viele halt auch. Und Gedichte kann man auch unterwegs mit OneNote schreiben, weil die halt dann nicht so. So, und dann habe ich hier irgendwie 30 Stück oder so jetzt hier drin. Und ja, manche sind davon halt irgendwie doch so ein bisschen. Am Anfang waren die halt noch nicht so. Also ich bin besser geworden, sagen wir Ja, das kenne ich nur zu gut, sowas. Oh, was ist das denn hier? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, es ist nicht so geil, aber die erste Strophe ist nicht ganz so schlecht. Okay. Wo bin ich darauf gekommen, als ich morgens zur Schule gefahren bin oder so? Glühende Zigaretten in der Dunkelheit, schweigende Menschen dicht an dicht, stehen allein ohne Betroffenheit, wie gestapelt Schicht auf Schicht. Aha, Genau, das schreibt ihr jetzt rein. Dann wissen wir, dass ihr cool seid und shit. Wir, ihr habt einfach nur vorgespult. Dann, dann, dann seid ihr nicht ja, dann fancy. seid ihr nicht hip. Und wer will heute schon nicht hip sein? Nicht hip sein. Das ist eine. Ah, und die zweite Strophe? Oh Gott, nee, das ist doch noch nicht fertig Soll sie sie gewesen. auch noch schreiben? Ich glaube, die erste Dann reicht, kommt oder? der Bus, Aber die ist trotzdem Zigaretten davor. fallen, strömende Ich Menschen wollte am schon ganz Fluss, wissen. Straßennamen schallen. Ja, mal gucken. Also die erste Strophe schreibt ihr bitte nur rein. Genau, ja. Die erste Strophe. Naja, gut. Oh, das hier war eigentlich ganz cool. Aber das und das hat auch nichts, ist glaube ich nichts zu Privates. Soll ich das jetzt auch noch vorlesen? Aber das müssen die ja dann nicht reinschreiben. Wenn die Ja, trotzdem das ist vorlesen. ganz gut, dann sind sie verwirrt. Die hier böse vorspulen. Okay, Also warte. das dann habe ich jetzt gerade das nicht gesagt, damit die Leute dann Okay. verwirrt sind. Das ist sogar, hat sogar ein bisschen so eine Message. Oh ja, Ja. jetzt hau mal raus, ja. Time to Also, get deep. ja.
Wenn die Welt so wär wie in meinen Träumen, Leid, das gäb's keines mehr. Niemand wird den Kuss des Glückes noch versäumen. Utopie. Doch so ist sie nicht, die Welt. Es gibt Leid, es gibt Schmerz. Scheinbar nichts, das hält. Gottes Spaß, Gottes Scherz, Dystopie. Doch die Hoffnung gebe ich nicht auf. Denn der Mensch ist im Wesen, ich bestehe sogar darauf, der Mensch ist gut, er kann genesen. Vertrauen. Bam! Oh ja, Schüssel, das war tatsächlich Rüssel. Nicht mal schlecht. Ja genau, jetzt haben wir es hier verwirrt und alles. Und ich glaube, ich fange jetzt mal an mit meiner Verabschiedung. Genau, das sonst labern wir eine Stunde. Ja, wir sind nicht schon über 2 Minuten 40. 2 Stunden 40, meine ich. Boah, 2 Minuten schon. Oh, hör mal, ich glaube, wir müssen echt auf. Tja. Also gut. Ciao und tschüss, sagt meine Wenigkeit, der Querz. Und man sieht sich demnächst in vielen tollen Videos, hoffe ich. Bis dann. Genau. Und ich sag auch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.